Verhalten bei mitten die Halachot von Netilat Yadayim. Mitten die Regel von die Hände waschen. Kurz. Wir haben letzte Woche angefangen. Okay. Wenn man wascht die Hände, muss man haben eine Menge von Wasser. Die Menge von Wasser ist eine Revi'it. Das ist eine bestimmte Masse, halachische Masse. Und was passiert, wenn du hast nur genau diese Menge? Wie sollst du dann die Hände waschen? Seder Netilah mit Revi'is. Wie wascht man die Hand von nur in Revi'it? Das ist Siman Kuf Samach Bet 162, ganz am Anfang. Kachu. Im Shefer Kola Revi'is bepam Achas as Shtei Yodov ke Achas gegen Sheacher Yitzchak al Yodov Vishoiches akli Burosh Yitzchak al Yodov Vishoiches akli Burosh Yitzchak al Yodov Nitaru Yodov. Wenn du hast genau nur die Minimummenge, die man braucht für Hände waschen, das heißt, du hast genau in Revi'it Wasser, wie sollst du die Hände waschen? Du waschst nur eine Hand, hast du nicht die Hände richtig gewaschen, man muss beide Hände waschen. Wenn jemand gießt auf beide Hände auf einmal, oder hast die Hände und jemand gießt dir, oder du machst es irgendwie alleine, und es gießt auf beide Hände auf einmal, dann sind seine Hände auch rein geworden. Das ist richtig gemacht, das ist gut gemacht. Aber besser ist, wenn du hast mehr Wasser und du kannst auf jede Hand gießen. Eine Revi'it. Jetzt, was passiert? Noch besser ist, wenn er gießt auf jede Hand. Noch besser ist, wenn es gießt auf jede Hand zweimal. Wir machen dreimal. Warum macht man, was ist der Grund für zweimal? Weil wenn man gießt auf die Hand, einmal, was passiert? Die Wasser, die auf die Hand ist, wird unrein. Unsere Hände sind unrein. Wir wollen die rein machen. Wie machen wir die rein mit Wasser? Wir gießen Wasser. Was passiert? Die Wasser ist jetzt unrein. Weil die Wasser hat angefasst, die Hände, die unrein sind. Deswegen machen wir ein zweites Mal gießen, damit die Wasser rein wird. Das ist der Grund für zweimal gießen. Wir machen, wie gesagt, unseren Minhag dreimal auf jede Hand zu gießen. Aber so wird Netilat Yadayim gemacht. Okay. Es gibt viele verschiedene Details hier. Wir müssen nicht alles durch. Aber hier, nachdem was wir waschen unsere Hände, was passiert dann? Soll man die Hände zusammenlegen. Und nachdem was, ja, wie steht hier, man soll die Hände zusammenlegen. Und wenn du nur bis hier die Hände gewaschen hast, sollst du vorsichtig sein, nicht hier anzufassen, weil dann musst du wieder machen. Wenn du nur bis hier die Hände gewaschen hast. Zum Beispiel bei manchen Tagen muss man nur kurz. Auf jeden Fall, man legt die Hände zusammen. Und Und man sagt den Segen, wenn es noch nass ist. Und man macht es fertig, und dann trocknet man die Hände. Warum machen wir das? Das haben wir letzte Woche erwähnt. Weil die Segen wollen wir nicht
vor die jede, normalerweise machen wir einen Segen immer vor die Hände waschen, aber hier können wir keinen Segen machen vor, weil es noch nicht passiert hat. Deswegen machen wir die Segen nach. Deswegen machen wir die Segen nach dem, was wir waschen, die Hände, aber vor dem, was wir trocknen, die Hände. Okay, weiter. Was passiert, wenn jemand hat eine etwas in seiner Hand? Eine Mischeschle Makko bei der Jurati. Er hat irgendein Pflaster, etwas passiert auf seiner Hand. Besser, was soll er dann machen? Er soll, wenn er kann, aufmachen. Wenn er kann nicht, dann soll er die Hand waschen, wo er kann, und das kann bleiben. Also er macht sein Bestes. Man darf nicht essen, ohne Hände zu waschen. Also lecher beline tila, viele wollen zu lieb, ja, ja, ich bekasche innige, was sehr schön mega. Weil eigentlich, was ist der ganze Grund? Warum waschen wir die Hände, haben wir auch letzte Woche gelernt. Wir waschen die Hände, weil wir wollen nicht Brot unrein essen. Wir wollen es nur mit Reinheit essen. Und die ganze Sache ist, vielleicht sind wir unrein. Und wir werden dem Brot anfassen. Und wir sind unrein. Und dann essen wir nicht rein. Und das ist verboten. Deswegen, vor dem, was wir Brot essen, machen wir unsere Hände rein bei Händewaschen. Jetzt, was passiert, wenn jemand kommt und sagt, ich werde dem Brot nicht anfassen. Ich werde ganz vorsichtig sein, mit irgendeiner Verpackung, mit etwas, eine Trennung anzufassen, damit ich nicht direkt mit meinen Händen dem Brot anfasse. Sagt uns die Shulchan Aruch, das darf man nicht machen, weil vielleicht wirst du trotzdem dem Brot anfassen. Und nicht nur das, auch jemand, der ist mitten in einer Reise. Und es kommt die Zeit zum Essen und er hat kein Wasser gefunden. Wenn er weiß, dass bis Dalet Milin ist eine, ich weiß nicht genau wie viele Kilometer, aber es ist schon weit. Bis Dalet Milin muss er suchen, bis er Wasser findet. Aber wenn es so weit ist, dass er kann es nicht finden, soll er, dann kann er, wenn er keine andere Wahl hat, die Hand einfach mit etwas, dem Brot etwas halten, damit er nicht anfasst. Aber wir machen alles, was wir können, damit wir unsere Hände waschen, vor dem, was wir Brot essen. Jemand, die gibt Brot zu anderen, muss nicht Netilat Yadayim machen. Nur der isst. Und warum ist das eigentlich? Du machst dem Brot unrein, egal wer fest es an. Eigentlich sollen wir nie Brot anfassen. Weil heute sind wir auch der Brot unrein. Wir machen das nur wegen der Regel von Chachamim. Okay. Jemand, die war in die Toilette. Da ist noch ein Fall, wo wir waschen unsere Hände. Und wir machen das zweimal, genau wie bei, wie wir davor erwähnt haben. Einmal für die Wasser, für die Hand reinzumachen und dann die Wasser auf die Hand soll auch rein werden. Und dann sagen wir ein spezielles Bracha, Asher Yatzar. Dieses Segen ist ein Segen nach die Toilette. Wo wir danken Gott, dass wir haben die Möglichkeit, uns, unsere Körper zu reinigen. Okay. Was kommt erst, wenn er hat, wenn er war in die Toilette, soll er erstmal Asher Yatzar sagen, die Segen von der Toilette, und dann Borene Faschot, die Segen nach die Essen. Okay. Ich bin jetzt bei Siman Kufsa Mechvav,
Halachot von Aufmachen von dem Brot, Beziehung Sapas. Lei Amru Techem den Tilis Yedaim Seuda, Elashel Eisasik Bintayim Eise Eisek Atschi Asir Taitem Esoda. Nach die Hände waschen soll man gleich gehen zu die Seuda, gleich gehen zu die Mahlzeit, ohne eine Pause. Und er soll nicht reden, nicht etwas machen, bis er dem Brot isst. Manche Meinungen sagen, man kann Kiddush dazwischen machen, aber andere Meinungen, und so machen wir auch, wir machen keine Pause zwischen Händewaschen und Essen. Nach die Essen, es ist eine Mitzvah von der Torah, Ve'achalta, Ve'savata uverachta, Gott zu danken nach dem Essen. Und Chachamim haben dazugelegt, dass nicht nur nach dem Essen danken wir Gott, sondern auch vor dem Essen. Und jede Art von Essen hat eine andere Bracha, eine spezielle Bracha. Zum Beispiel, es gibt die Gemüse. Gemüse hat ihr Segen, Bore Pri Adama, alles was von der Erde kommt. Es gibt Bore Pri Haetz, für alle Früchte von dem Baum. Außer Brot, die kommt von Weizen, und Wein, die kommt von Trauben, aber alles andere Borepia Etz. Warum ist Brot und Wein anders? Brot und Wein sind wichtig, haben sie ihre eigene Bracha, aber sonst Gemüse Adama aus dem Baum Haetz, Wein Hagafen, Brot Hamotzi. Und warum Wein? Warum ist Wein wichtig? Weil Wein macht Freude. Und Brot ist etwas, die macht uns satt. Das ist ein Hauptessen. Und die beste Sache ist, wenn man sagt, die Segen, soll man es komplett sagen und dann von dem besten Stück von dem Brot essen, wo es gut gebacken ist. Okay. Die beste Sache ist, wie gerade kurz erwähnt, wenn man macht die Bracha von Hamotzi, das zu machen, wenn es noch komplett ist, voll, zu, nicht geschnitten. Und nur danach schneiden. Und es gibt die Minhagis, dass wir machen erstmal ein Zeichen mit dem Messer, wo wir schneiden werden. Dann machen wir den Segen und dann schneiden wir weiter. Warum machen wir das? Damit wir keine Pause machen von die, zwischen dem Schneiden und den Segen und dem Essen. Deswegen, wir nehmen die Chalot, wir machen ein Zeichen, aber wir schneiden nicht, nur wo wir schneiden werden. Dann sagen wir den Segen, wir halten die Chalot und dann schneiden wir. Und nehmen ein Stück und essen. Okay. Schön zu machen, eine große Challah bei die Shabbat essen oder die Feiertag essen, damit es schön ist und nicht eine kleine, wenn man kann. Wenn wir sagen die Bracha, wir sagen nicht Motzi Lechem in Haaret, wir sagen Hamotzi, der Gott, der schon rausgenommen hat, Brot. Alles sagen wir in eine Vergangenheit weg. Warum? Weil das hat schon passiert. Gott hat uns schon die Brot von die Weizen von der Erde schon rausgenommen. Jetzt hat er die Vergnügen. Bore Pri Adama, dieses Gemüse ist schon erschaffen oder und so weiter. Man soll nicht die Segen Hamotzi Lechem in Haaret sagen, vor dem, was wir halten, dem Brot in unserer Hand. Weil es muss sein, gleich vor, was wir es machen und nicht früher. Das heißt, man kann nicht Hamotzi Lechem sagen, vor dem, was man dem Brot hat. Man soll die Brot halten in die rechte Hand. Weil jede Sache, die wir in der Mitzwa machen, versuchen wir immer mit der rechten Hand zu halten. Man soll Salz bringen. Ein bisschen die
die Brot einzutauchen, weil etwas, die man segnet, soll man mit Geschmack essen. Und wir legen Salz auf den Tisch. Und es ist auch, damit es soll sein, wie ein Opfer in den Tempel. Und es steht über die Opfer, al korban chat takriv melach, das ist, kommt mit Salz. Deswegen legen wir auch Salz auf den Tisch. Nach die Segen ist, soll er gleich essen, ohne Pause, ohne zu reden. Das haben alle bestimmt erlebt, wenn sie mal bei einem Schabbatessen waren oder am Feiertag essen, können sie sehen, wie wir waschen die Hände, wir reden nicht, bis wir den Brot essen. Und wenn er geredet hat, wenn er doch mitten auf Versehen geredet hat, dann soll er nochmal die Hände waschen und nochmal den Segen sagen. Aber wenn er geredet hat über Sachen wegen die Challah, zum Beispiel, er hat geredet, der Salz, bring den Salz oder wo ist der Messer, dann muss man nicht nochmal einen Segen machen, weil es hat zu tun mit, das heißt nicht eine richtige Pause. Also alles, aber das ist nur, wenn er etwas über die Essen gesagt hat. Okay. Aber bestens ist auch keine Pause zu machen und nichts zu sagen. Wenn jemand von den Menschen geredet hat, das heißt nur der Balabait, der Besitzer von dem Haus, er schneidet den Brot und teilt alle, aber einer der Menschen hat geredet, er muss dann alleine nochmal die Hände waschen. Was passiert, wenn jemand hat vergessen, Hamotzilach Minare zu sagen, weil er hat den Brot gegessen und hat sich gerade erinnert, mitten den Essen, oh, ich habe vergessen, nicht den Segen gesagt. Dann soll er den Segen jetzt sagen. Und dann soll er den Segen dort vor Ort sagen. Und weiter Brot essen. Was passiert, wenn du hast einen Zweifel, du kannst dich erinnern, ob du die Bracha gesagt hast oder nicht? Dann soll man nicht noch ein Segen machen. Weil wir können nicht, wenn wir einen Zweifel einen Segen haben, dann sagen wir nicht nochmal. Weil es sehr streng ist. Jetzt. Was passiert, wenn du auf Versehen die falsche Segen gesagt hast? Du hast gesagt, Chakoni Abidwaro. Nicht Amuzilaf Minaret. Dann sollst du nicht eine neue Segen sagen, weil diese Bedeutung von diesen Wörtern ist, dass alles ist von Gott, auch die Brot. Aber natürlich ist es falsch, man soll es so nicht machen, das ist nur, wenn es schon auf Versehen gemacht wurde, dann macht man nicht nochmal einen neuen Segen. Dann gibt es, damals hatte man manchmal, wo ein Mensch für alle den Nachsegen sagt. Aber am besten ist natürlich, wenn alle alleine, jeder auch den Segen Birkat HaMazon nach dem Essen sagt. Okay, weiter noch eine Sache. Die Gäste sollen nicht den Brot essen, bis nach dem Besitzer, der es rausteilt. Er soll erst ein Stück Brot nehmen, dann alle anderen. Diejenige, die der Besitzer von dem Haus fängt an zu essen. Aber wenn er will jemand ehren, damit er anfängt, dann kann er das machen. Jemand, die esst nicht, soll nicht Hamotzilachem sagen für andere. Er muss essen. Wenn man Hamotzilachem den Segen von dem Brot sagt, muss man auch ein Stück davon essen.
Auch wenn er einen Sinn für andere Menschen. Er muss aber ein Stück Brot haben. Okay. Was passiert? Auf Schabbat ist man verpflichtet, Brot zu essen. Aber diese Verpflichtung ist nur für seinen Genuss. Aber wenn er hat kein, er genießt es gar nicht, dann ist er patur, dann muss er nicht. Siman Kuf Samachet, an Eze Mine Passover. Okay. Was passiert, wenn du hast ein Stück Brot, die offen ist, und ein Stück Brot, die komplett ist? Natürlich ist die beste Sache, die komplette Stück Brot zu nehmen und auf das die Segen zu sagen. Auch wenn es ein bisschen besser ist, die offene Brot. Aber das ist alles, wenn alle sind von dieselben Art. Das heißt, alle kommen aus Weizen oder andere. Aber wenn ein Brot kommt aus Weizen und die andere kommt aus Seora, aus andere Teig, ich weiß von zwei Arten von Teig, dann soll man erstmal natürlich die Weizen nehmen, weil das ist von die sieben Arten und das ist eine bessere Art. Auch wenn es offen ist und das komplett ist. Okay. Was passiert, wenn? Dann geht er rein zu viele Fälle, eine Hälfte. Das muss man nicht alles. Heute haben wir nicht. Heute haben wir alle Arten von Brot. Okay, wir gehen weiter zu die Halachot, Hilchot Brachot Sheva Seuda. Die Segen in die Essen. Wein. Auch wenn man kommt, es zu essen mitten eine Mahlzeit, das heißt, du hast schon Hamotzi gesagt, trotzdem sagen wir Borepria Gafen, und es ist nicht genug, dass wir Hamotzi Lachmina als warum? Das ist ein wichtiges Getränk. Auch wenn der ganze Grund, warum du Wein isst, ist, damit die Essen besser durch den Körper geht, trotzdem soll man ein Segen dafür sagen und es ist nicht genug Hamotzi Lachmina zu sagen. Aber und wir sehen das auch mit Shabbat essen zum Beispiel. Wir sagen immer ein anderes Segen für die Kiddush, für die Abdallah. Wir machen immer extra, auch wenn wir Brot essen. Aber Wasser und alle anderen Säfte muss man nicht ein Segen sagen während einer Mahlzeit. Auch wenn du Durst hast und du trinkst, weil du Durst hast, es ist Teil der Essen, du musst es nicht ein Segen dafür machen. Wenn du auf Brot den Segen gemacht hast. Was ist, wenn du trinkst Wein, damit du mehr essen kannst? Nicht damit du die Essen gut durchgeht oder weil du es liebst, sondern du willst, dass du mehr essen kannst. Du trinkst es nicht für die Wein. Dann musst du keinen Segen machen. Andere Meinungen sagen, man muss doch ein Segen für jedes Mal, man etwas trinkt. Wir machen das nicht. Okay. Was, wenn jemand hat einen Segen auf Wein gesagt, mitten die Mahlzeit, dann muss er sicherlich nicht auf alle anderen Getränke machen. Weil die Wein macht alle anderen Getränke. Dass man keine Bracha muss. Was ist, wenn du angefangen hast, Wein zu trinken, vor dem, was du Hände gewaschen hast und Brot gegessen hast? Da musst du nicht nochmal einen Segen für den Wein machen.
Dann gibt es viele Halachot, die fehlen. Weil alle Essen, die kommen in die Mahlzeit. Zum Beispiel alle Sachen, die sind Teil. Die, man macht die Brot rein, zum Beispiel Salaten und so weiter. Fisch, Fleisch, Gemüse, Käse, Eier, alles, die ganze Speisen, alle Sachen von den Essen sind Teil die Brot, die haben uns hier dafür nahegelegt. Das ist genug. Man muss nicht ein Segen für jede eine sagen. Aber was ist, wenn es Sachen, die man isst, nicht normalerweise als Mahlzeit? Zum Beispiel Früchte. Oder Dessert. Oder solche Sachen, Kuchen. Dann soll man ein Segen dafür machen, auch wenn man Hamotzila Chiminara sagt. So machen wir tatsächlich, wir sagen eine Bracha auf Dessert. Auch wenn wir die Hände gewaschen haben. Okay, was ist, wenn du isst in einem Raum und du hast den Essen mit dir mitgenommen und du bist zu einem anderen Zimmer gegangen? Dann musst du nochmal ein Segen machen, weil du hast gewechselt den Ort und du bist aufgestanden und weggegangen, das heißt Ende von deinem Essen. Und jetzt, wenn du isst, isst du was von neu sozusagen und du musst nochmal ein Segen machen. Auch wenn er nicht geredet hat und keine Pause gemacht hat dazwischen, trotzdem. Und nicht nur das, auch wenn er geht zurück zu seinem ersten Platz, muss man nochmal ein Segen machen. Aber was ist, wenn er hatte im Sinne, ganz am Anfang, er hat etwas gegessen und er hatte im Sinne, bald will ich gehen zu den anderen Zimmern mitten den Essen. Dann muss man nicht nochmal ein Segen machen, weil du hattest das geplant. Das ist nur bei zwei Zimmern in ein Haus. Aber wenn er will, wechseln Zimmer zu einem anderen Haus. Oder zu draußen und so weiter. Auch wenn er einen Sinn hatte, hilft es nicht. Aber eine Ausnahme, wenn in die Platz, wo du sitzt, du gehst zu einem anderen Haus, aber du kannst es sehen von dem ersten Ort, auch durch ein Fenster, dann musst du nicht nochmal den Segen machen, wenn du den Sinn hattest. Das heißt nochmal, wenn du willst, wenn du was gegessen hast, du willst dann weiter essen irgendwo anders, kommt es dann kommt es darauf an, ob du den Sinn hattest oder nicht. Wenn du den Sinn hattest, zu einem anderen Zimmer zu gehen, dann musst du nicht einen Segen machen. Wenn du hattest keinen Sinn, du bist einfach zu einem anderen Zimmer gegangen, ohne zu denken, dann muss man einen neuen Segen machen. Was ist, wenn du was willst zu einem anderen Haus, nicht in selben Haus, und du hattest im Sinne, hilft es nicht. Man muss immer einen neuen Segen machen, wenn man zu einem neues Haus geht. Eine Ausnahme ist, wenn man durch den Fenster in den anderen Zimmer sehen kann, dann, wenn man den Sinne hat, nicht einen neuen Segen zu machen und weiter zu essen, dann kann es gehen. Ich hoffe, das war klar. Okay. Jetzt, was passiert, jemand, die esst in ein Feld. Was heißt eine Änderung, wenn er geht so weit, dass er kann nicht mehr sehen, die erste Ort? Was passiert, wenn du bist bei einem Baum und erst isst du die Frucht in eine Seite von dem Baum und dann die andere Seite und du kannst nicht durchsehen, obwohl du nicht sehen kannst, du bist nicht selber Ort. Dann ist es trotzdem eine Trennung. Und es hilft nicht,
Es hilft nicht, dass du in dieselbe Ort bist, weil du kannst nicht eine von der anderen sehen. Und die Baum trennt. Das heißt, die Sehen ist, was entscheidet, ob du bist in einem Ort oder ob du einen neuen Segen machst oder nicht. Die Sehen und die Sinne. Was ist, wenn du hast zu Ende gemacht dein Essen und du hast rausgenommen, weggenommen den Brot und dann alles weggemacht und dann hast du entschieden, ah, ich will was essen. Aber du hast schon alles weggeräumt, du bist schon fertig und du willst nochmal essen, dann musst du nicht einen neuen Segen machen. Weil du bist trotzdem auf demselben Tisch. Ja? Okay. Das ist alles mit Essen. Aber was passiert mit Trinken? Du hast etwas getrunken und dann hast du entschieden, na, ich will nicht mehr trinken. Und dann hat er seine Meinung geändert. Doch, er will doch trinken. Aber er hat es nicht entschieden. Sehr stark. Er hat nur gesagt, er hat es nicht gesagt, er hat es nur gedenkt. Aber dann hilft es nicht mehr und dann muss man schon nochmal ein Segen machen. Wenn er schon gedacht hat, die Birkat Hamazon zu machen, dann ist es fertig. Andere Meinung sagt, nein, Essen und Trinken ist anders. Gleich wenn man sagt, ich will nicht mehr essen, muss man schon einen neuen Segen machen. Und alle Meinungen ist, wenn du nimmst den Becher, um den Birkat Hamazon zu machen, die Segen von nach dem Essen, dann heißt es eine richtige Pause und es hilft nicht mehr. Und du musst den Segen dann sagen und nochmal einen Segen machen für das Essen. Das heißt eine richtige Trennung. Wir verstecken die Messer während die Birkat Hamazon, weil ein Tisch ist wie ein Altar, wie ein Misbeach und dort steht, dass man soll kein Messer haben, kein Metall. Und weil Metall verkürzt die Tagen von einem Leben, von einem Mensch. Und ein Altar, ein Misbeach macht es länger. Deswegen verstecken wir die Messer. Manche Orte hat man nicht diesen Brauch. Okay. Hilchot Maim Acharonim. Din Maim Acharonim Uvayta Segifim. Maim Acharonim Mitzvo Mishum Kdusho. Veiskadesh Levoruch Hashem El Amozen Shehayadayim Shehem Mezohomis Bilichluch Amaychol Em Psudus Levoruch. Es ist eine Mitzvah, die Hände heilig zu machen, vor dem, was wir Gott segnen, in dem Nachgebet von den Essen. Und nicht nur die sagen den Segen, auch die alle hören und dann damit ist, manchmal kann man hören, Amen sagen und so ist dein und das ist dein Nachsegen. Auch wenn du so machst, musst du die Hände Maim Acharonim machen. Okay, Maim Acharonim macht man nicht auf dem Boden, sondern in ein Kli. Etwas rein, weil es hat eine schlechte, unreine Kraft in die Wasser. Man macht es nicht mit heißem Wasser, die ganz heiß ist. Man muss es nur ganz wenig, bis die zweite Teil die Finger machen, bis hier. Und es muss nicht eine, bei richtigen Netilat Yadayim müssen wir haben Minimum ein Revi'it. Eine spezifische Menge, aber hier ist genug, nur ein ganz bisschen, ist egal, keine spezifische Masse. Man soll die Finger nach unten machen, während die Maim Acharonim, damit die ganze schlechte, unreine Kraft nach unten geht, weggeht. Wenn es gibt viele Gäste, fängt man an, Maim Acharonim mit die kleinste, mit die jüngste.
weil es ist nicht respektvoll für die Älteste, meinem Achronim zu machen und dann zu warten, bis alle fertig sind. Deswegen fängt man an von der Jüngste bis die Älteste. Und man macht es nicht Jüngste bis die Älteste, man macht es, wie sie sitzen. Okay. Manche sagen, man muss nicht die Hände trocknen von meinem Achronim. Meinem Achronim, diese Waschen von die Hände vor, die Nachsägen, kann man machen, nicht nur mit Wasser, auch mit anderen Flüssigkeiten, zum Beispiel sogar mit Honig oder Milch. Weil es, die Punkt ist, damit wir die Unreinheit wegwaschen. Einzige Ausnahme, man kann es nicht mit Wein machen, weil Wein ist wichtig. Manche haben nicht die Brauch, Maim Achronim zu machen. Und heute nicht so streng, aber trotzdem, man soll versuchen, das trotzdem immer zu machen. Hilchot Birkat Hamazon, Din Kos Birkat Hamazon, Shelo Yehe Pagum. Manche sagen, dass Birkat Hamazon braucht, dass man es auf Wein segnet. Wenn man die Segen nach dem Essen macht, Birkat Hamazon, soll man es auf Wein segnen. Genau wie bei allen anderen Mitzvot. Und wenn er keinen Becher hat, dann hat er nicht. Noch eine Sache ist, dass es nur, wenn man ein Simon hat, mindestens 3 Leute. Okay. Wie macht man das? Die Segen auf die Wein, auf die Nachessen, auf die Birkat Hamazon, ist nur mit Wein und nicht mit alle anderen Maschki, mit alle anderen Flüssigkeiten. Aber in Plätzen, wo es gibt kein Wein, manchmal hatte man kein Wein in dem Land, dann soll man alle anderen wichtige Getränke nutzen, die wichtig waren. Und normalerweise Menschen darüber, genau wie Wein, man isst mit Wein und ein Stück Fleisch, so soll man ein anderes wichtiges Getränk nutzen von dem Land. Aber trotzdem, die beste Sache ist natürlich, Wein zu nutzen, wenn man die Segen von nach dem Essen, und überhaupt bei allen Segen sind immer Wein die beste Wahl. Okay. Aber was ist, wenn du hast nur schlechte Getränke? Die haben keine Wichtigkeit. Die sind genau wie Wasser, wie Cola und ich weiß nicht was. Dann, mit das kann man nicht ein Segen machen. Es muss was wichtig sein. Die Becher muss komplett sein. Es kann nicht ein kaputtes Becher sein. Nicht nur das, die Becher muss sein rein, dass man nicht davon getrunken hat. Sonst heißt es Pogum, es heißt nicht gut für Hände waschen, für Segnen auf die Wein. Noch ein bisschen. Sagen wir, du hast einen Becher. Du willst damit die Segen von Birkat Hamazon machen auf die Wein. Aber es ist Pogum, jemand hat davon getrunken, dann kannst du ein bisschen Wein dazulegen und dann ist es wieder gut. Wenn du nicht genug Wein hast und jemand hat davon getrunken und du hast nicht Wein zuzulegen, dann kann man auch Wasser zulegen, damit es gut wird. Die Hauptsache ist, dass es Wein hat. Okay, wir halten bei Siman Kuf Pei Gimel 183 und Bezrat Hashem werden wir hier nächstes Mal weitermachen.